Herrscher war weit und lang. Aus Afghanistan erst für ein Jahr in den Irak ist mir geflogen, gefahren und zu Fuß gegangen. Und dann von Teheran nach Kurdistan. Ich bin Kolumbianer, meine Eltern sind Afghaner. Die Kleidung, Kete, das Essen und die Haare sind anders dort. Und manchmal fahre ich dort hin, um meine Schwester, um meine Oma zu sehen. Die Station vor Hamburg war dann endlich Athen. Es war traurig, so viele Menschen sterben zu sehen. Ich bin Spanier, mein Freund ist Kolumbianer, das passt gut. Für den Umzug nach Hamburg brauche ich sehr viel Mut. Ich war glücklich, denn in Kreisland, meine Oma lebt noch dort. Doch für meine kranke Schwester war es sicher besser vorzugehen, weil sie in dieser großen Stadt von ihrer Krankheit mehr versteht. Ich komme aus Rumänien. Ich denke viel an meine Heimat Mazedonien. In meiner Heimat Montenegro war ich noch nicht. Die Mädchen dort arbeiten, die Jungen nicht. In meinem Land fehlt Essen, deshalb sind wir hergezogen. Bei uns gab es Krieg und ich bin ungelogen schon mehrfach umgezogen. Meine Mutter wollte einen Cut. Mein Vater hat uns wehgetan. Ich vermisse mein Afghanistan. Bruder, haben wir in der Türkei verbracht. Gewartet auf den Bus, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Das gleiche Land, viele Kinder an der Hand. In der Berg kam das Moor. Es waren Massen, die im Dunkeln verschwanden. Und ich sah wieder viele Kinder versammelt. Doch jetzt sind wir hier. Ich hab vier Halbgeschwister, 10 Geschwister. Das ist nicht ohne, doch ich trau mich leider nichts zu sagen, wo ich wohne. Meine Schwester bring ich in den Kindergarten. Oft muss ich lange auf meine Mutter warten. Ich will in eine größere Wohnung ziehen. Ich habe 5 Geschwister aus Serbien. Meine Stiefmutter hasst mich, ich bin nicht hier zu Hause. Meine Eltern haben so viel Streit, das halte ich nicht aus. Ich vermisse meine Mutter, hab sie 5 Jahre nicht gesehen. Ich will wieder zurück in meine Heimat gehen. Ich bin glücklich, dass ich was zu essen habe. Mit meinem kleinen Bruder spiele ich die Nachmittage. Komm ich nach Hause, frag ich, wo ich helfen soll. Mein Vater nimmt mich zur Arbeit, das finde ich toll. Wir gehen in die Kirche und wir in die Moschee. Unser Glaube ist Islam, sein Essen ist Haram. Auch Alkohol ist verboten, stattdessen trinkt man Tee. Und nach dem Ramadan gibt das Zuckerfest bei Ram. Ich bin Albanerin, wir sprechen Deutsch und Ski. Mein Vater ist vor 3 Jahren ausgezogen und ich frag mich, wie es sein kann, dass ich ihn nur noch selten sehe. Auch mein Vater ist nicht mehr bei uns, er kommt aus Gambia. Vater und meine Brüder sind noch in Malaysia. Ich hab den kleinen Bruder, der wohnt leider nicht bei mir. Meine Mutter hat ihn weggegeben, wir sind alleine hier. Wir sind wir sind hier, in unserem Revier. Wir sind hier, wir halten zusammen. Ist jetzt leider offenbar für immer zurück nach Serbien gegangen. Ihr Vater will in seiner Heimat neu anfangen. Ich will ohne meine Alte sein, was soll ich nur machen? Ich vermisse meine beste Freundin, will mit ihr lachen. Meine Mutter muss sich helfen, sonst schlägt sie mich. Mein Vater hasse ich, er denkt nur an sich. Ich liebe unsere Klasse, ich fühle mich jetzt schon aus. Meine Mutter keine Arbeit und dass sie raucht, macht mir Angst, es lohnt sich doch zu leben und nicht zu sterben. Ich will keinen Krieg, sag mir, wozu braucht man den? Und auch Rassismus, das macht keinen Sinn. Mein Wunsch ist, dass man mich versteht, wie ich bin. Ich will nicht, dass man Menschen auslacht.
weil sie anders aussehen. Habt ihr nicht nachgedacht? Die sind doch alle gleich. Wir sollten glücklich sein. Früher wurde ich gemobbt, hier fühle ich mich nicht mehr allein. Meine Eltern haben ihr Leben in Polen losgelassen. Mir fehlt mein Land und ich kann es nicht fassen, dass mein Vater weg ist, nicht mehr zu uns hält. Wir wünschen euch zu sehen.